So, da möchte ich euch doch glattweg mal eine neue Erkenntnis präsentieren. Und zwar kam gerade dieser Impuls, was diese Seelenpartnerschaften betrifft, oder Seelenverwandtschaft. Na, an sich sagen wir mal Seelenpartnerschaften. Diese Partnerschaften, die da in Zukunft entstehen werden, letzten Endes schon entstanden sind, weil sie auf feinstofflicher Ebene sowieso schon existieren. Das sind Beziehungen auf der höchsten Seelenebene, sprich Metaebene. Denn diese Verbindungen gehen ja nicht einher, indem sie so wie alte Beziehungen, ich sage ganz bewusst Beziehungen, wo einer von beiden zieht, sondern die haben, ich nenne es mal den Wirkmechanismus der Verbindung in bedingungsloser Liebe. Und bedingungslose Liebe ist diese Seelenliebe, die abgesprochen ist auf Metaebene. Und die Seele ist Metaebene. Höchste, ja, wie könnte man meinen? Höchste Ebene, Seelenebene, Metaebene und somit außerhalb des Verstandes, weil der Verstand kann dieses nämlich nicht mehr verarbeiten. Er ist dazu nicht mehr in der Lage, weil der Verstand ist begrenzt und der Verstand ist unfähig, dieses zu erfassen. Es ist bei mir selbst so, dass ich Phasen habe, wo ich diese Dinge, ich sage mal so, mein höheres Selbst weiß das, diese Instanz in mir weiß es, dass es das gibt, aber das Ich an sich kann das nicht mehr erfassen. Das geht nicht. Und diese Verbindungen sind auf Metaebene. Man könnte es Verbindungen, ja, auf höchster Instanz nennen, was über den Verstand hinausgeht. Und was drüber hinausgeht und nicht erfasst werden kann, ist nun mal ganz einfach Metaebene. Das war mal von mir so eine Erkenntnis dazu, zu diesen, ja, neuen Beziehungen, die es in der vermeintlichen Zukunft geben wird, die auf bedingungsloser Liebe aufbauen, ja, Metaebene eben. Das war's dann mal von mir für heute. Einen kurzen Impuls. Bedingungslose Liebe und allen Segen. So, da möchte ich noch was hinzufügen, was mir die geistige Welt gerade noch als Input reingegeben hat. Es ist an und für sich jeder Mensch ein metaphysisches Wesen. Ich sag mal, die Menschen, die jetzt geboren werden, die sind, wenn man es so will, aufgrund
der Energien, der ansteigenden seit 2012. Metaphysische Wesen, weil die geistige Welt will ja, dass diese Menschheit Rettung erfährt und somit schafft oder sorgt die geistige Welt für Entstehung von Paaren. Pärchen, die in bedingungsloser Liebe leben. Und somit ist ja diese bedingungslose Liebe auf Metaebene existent. Und die Seelen, die sich das auf den Plan geschrieben haben, die jetzt hier noch verweilen, die werden sozusagen auch in diese Metaebene transformiert, möchte man es meinen. Und die Seelen, die neu hinzukommen auf diese Erde, sind denn schon metaphysische Wesen? Weil in Zukunft nur noch diese bedingungslose Liebe zwischen Mann und Frau entstehen wird. Außerdem ist es so, dass auf Metaebene diese androgyne Wesenheit in naher Zukunft, Anführungsstrichelchen, erscheint oder entstehen wird. So kommt mir das gerade rein. Und das ist mal nur so eine zusammengefasste Kurzversion der letzten Momenträume, die ich so kontempliert habe, während ein Auto fahren, was ich immer sehr gut kann. Es ist immer wie, ja, es ist wie abschalten. Wobei man ist ja permanent in Frieden und in der Ruhe. Aber man hat so Momente, wo man doch über eines oder das andere, das eine oder andere nachdenkt und dann eben diese Erkenntnisse kommen auf Metaebene. Das war's erstmal von mir für euch. Ciao, ciao, bis bald, eure Moni.